Господа и госпожи, добро вечер. Данас ново нисмо ништа добро. Willkommen bei Trax, der Sendung, die Grenzen sprengt und Mauern einreißt. Und das seht ihr heute bei uns. Cloud Chasing auf den Philippinen. Rauch, Feuer oder doch nichts weiter als heiße Luft? Ab 18. Gerard Kikuin, der Stanley Kubrick des Schmuddelfilms, wollte immer nur die wahre Liebe einfangen. Wenn Musik samt Anlage durch den Magen geht, der Tscheche Jan Stürmeska wirft Partypillen der etwas anderen Art ein. Außerdem lüftet DJ Snake das Geheimnis seines viralen Hits Lean On. Her mit den Klicks, Baby. Ich habe das Olympien mit einem Tweet vollbekommen. Die Printmedien können mich mal. Zweimal im Jahr pilgern schillernde Cosplay-Fans zur Messe Paris-Manga, wo an diesem Tag eine ihrer größten Ikonen auf sie wartet, Kenji Oba. Dass sein Gesicht kaum jemandem bekannt ist, liegt daran, dass er sich ein Leben lang hinter Kostümen und Masken legendärer japanischer Serien-Superhelden versteckt hat, unter anderem Sankukai oder Space Sheriff Gavan. Schon richtig, Kenji, so eine glänzende Rüstung ist ziemlich schick. Aber wie erleichtert man sich eigentlich in diesem Aufzug? Als Sheriff Gavan musste ich nie auf die Toilette. Die Begeisterung für die Rolle machte mich zu einem Auto mit vollem Tank. Transmutation! Die japanische Serie Space Sheriff Gavan von 1982 wird auch in Frankreich ausgestrahlt und schickt heute die Generation Computer auf eine Zeitreise in ihre Vergangenheit. Das aus einer Menschenfrau und einem Außerirdischen hervorgegangene Weltraum-Halbblut kämpft darin gegen C-Rex-Aliens, die die Erde erobern wollen. Sein vollständiger Name Uchu Keiichi Gavan ist abgeleitet von Jean Gabin, der im Land der aufgehenden Sonne viele Bewunderer hat. Ein etwas seltsamer Name für den ersten Metal-Hero. Das war der erste Film-Superheld mit Metallrüstung. Und das Design war sehr gelungen. Es war keine dieser Figuren, die einfach nur bunte Anzüge trugen, wie in den Sentai-Serien. Auch deshalb waren die Kinder so begeistert von ihm. Kenji Oba ist seit jeher Fan von Sonny Chiba, dem japanischen Bruce Lee. Und für Sheriff Gavan stehen sie sogar gemeinsam vor der Kamera. Außerdem wird Kenji einer der ersten Schüler in Sonnys Schauspiel- und Stuntschule Japan Action Club. Um seinen Traum zu leben, zieht Kenji mit 16 aus seiner Heimatstadt Matsuyama nach Tokio. Bereits bei meinem ersten Vorsprechen stand Sonny Chiba vor mir. Der Mensch, den ich am meisten bewunderte. Es war wie ein Traum. Ich habe mich sogar gekniffen, um es glauben zu können. Nachdem ich aufgenommen wurde, bekam ich eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Mindestens 2 der 4 täglichen Trainingsstunden waren ausschließlich Akrobatik und Stunts gewidmet. Die restlichen 2 Stunden übten wir uns in Kampfkunst und Schwertkampf. Meine Mutter hat mich immer unterstützt. Sie und meine Lehrer waren als einzige der Meinung, dass ich dem Japan Action Club beitreten sollte. Zunächst tritt Kenji Oba als Monster oder maskierter Stuntman in zahllosen Serien in Erscheinung, bevor er in Message from Space erstmals sein Gesicht zeigt. 1979 ist er in der Rolle des Sentai-Helden Battle Kenya in der Serie Battle Fever J zu sehen. An der Seite von Karateka Battle Japan,
Playboy Battle France, Battle Cossack mit Hammer und Sichel sowie Miss America, die für das FBI arbeitet, mimt Kenji Ober hier einen Afrikaner, der mit Tieren sprechen kann. Sonny Chiba war ausschlaggebend für mein Engagement bei Battle Fever. Als man mir von der Rolle erzählte, wusste ich nicht, wie das Projekt aussehen würde oder wie die Figuren angelegt waren. Sonny hat darüber nachgedacht und dann für mich entschieden. Er sagte, ich müsse unbedingt in dieser Serie mitspielen. Das Einzige, was ich dazu sagte, war: In Ordnung. Wenn ich ein Kostüm trage, gehe ich voll in meiner Rolle auf. Aber wenn man in einem Film mein Gesicht sieht, fühle ich mich nackt. Dann schäme ich mich sogar ein wenig. 2012 kehrt Sheriff Gawan zu seinem 30. in Spielfilmlänge zurück. Und der 61-jährige Kenji Oba kann so die Enkel seiner Fans für sich gewinnen. Ce sont les Cerex qui mènent le jeu. Cette situation a assez duré. À vous de jouer. Très bien. Ne pars pas sans faire notre rituel. Nachdem ich Star Wars gesehen hatte, gefiel mir das Laserschwert so gut, dass ich auch eines für meine Figur haben wollte. Ich drehte damals eine Szene mit einem rollenden Felsblock, wie in Indiana Jones. Allerdings gab es ein Problem. Die Lichtschwerter bestanden aus Neonröhren. Deshalb mussten wir bei den Kampfszenen sehr vorsichtig sein. Wenn sich die Röhren berührten, konnte das für uns sehr gefährlich werden. Votre main, mademoiselle. Oh non, appelez-la Alice, monsieur Finch. Ne faites pas de manière. Ça, c'est pas Paul. Elle vous plaît, ma fausse sœur? Voyez-vous, Jean, quand je rêve, c'est toujours d'un camion. Ou bien d'une jeune fille comme votre sœur. Je vois, je vois. Toujours le camion ou la fille. Mais jamais les deux en même temps. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, Jean, mange ta soupe. Eh oui, mange ta soupe. Mais elle est à l'oignon. Vous aimez l'oignon, monsieur Finch? J'ai toujours aimé l'oignon. Liebe, Schönheit, Eleganz. Das ist der French Touch im Sinne von Gérard Kikuin. Zwischen 1977 und 83 dreht der Pionier der körperlichen Liebe etwa 30 Sexfilme, alle im 35mm Format. Für Liebhaber ist dies das goldene Zeitalter des Genres. Kikuin, Klappe, die erste. Wenn man in einem Zug drehen will, bekommt man für einen Porno keine Drehgenehmigung. Wir fuhren also morgens los von Angers nach Paris. Unser Filmkontrolleur lief durch den Zug und in jedem Wagen war ein Assistent, der Alarm schlug, wenn das echte Zugpersonal auftauchte. Die durften weder unseren falschen Kontrolleur noch uns beim Drehen erwischen, sonst hätten sie die Kamera mitsamt Film konfisziert. Der 1946 geborene Gérard Kikuin pflegt seine Filmleidenschaft von Kindesbeinen an und treibt sich in den Kinos des Pariser Nordens herum. Mit 18 steigt er ins Familienunternehmen seines Vaters und Onkels ein, die Synchronfassungen anfertigen. Als Tontechniker trifft er dabei auf die ganz Großen des europäischen Kinos, wie etwa Abel Gance, mit dem er an der Restaurierung von Napoleon arbeitet, oder Jacques Tati. Mit Jacques Tati saß ich einmal an den Tonaufnahmen eines Films, in dem man hörte, wie ein Kühlschrank zugemacht wird. Er hat die Aufnahmen unterbrochen und verlangt, dass man den beim Dreh verwendeten Kühlschrank herbringt.
So weit ging das bei mir nicht. Doch es zeigt seinen Perfektionismus und die Präzisionsarbeit, die seinen Werken diese Raffinesse verleihen. Seinen ersten Erotikfilm L'amour à la bouche, Liebe mit dem Mund, dreht Gérard 1974 ohne jegliche Kenntnisse über die Filmproduktion. Danach wird er Tontechniker bei den ersten Pornoklassikern wie Shocking, Pussy Talk oder La Grande Baise, der Porno-Variante von Marco Ferreris Das große Fressen. Daraufhin stellt Gérard ein geniales Team aus Pornodarstellern zusammen. Zudem auch Richard Allan alias Betonschwanz, der stark behaarte Dominique Aveline alias Marsmensch und die damals noch unbekannte Brigitte Lahaie gehören. Im Gegensatz zu den meisten Sexfilmen des 21. Jahrhunderts verfügen die von Gérard Kikoin über Drehbücher mit ausführlichen Regieanweisungen und Drehplänen. Obwohl die Kritiker ihm zahlreiche anerkennende Artikel widmen, ist die einzige Auszeichnung, die Gérard erhält, ein Outdoor für sein Lebenswerk im Jahr 2009. Tout ce que je sais, hein, c'est qu'ils ne se marieront pas ensemble, ça je te le garantis. Tu peux me faire confiance, hein, tu le sais ça. Gérards Markenzeichen wird das mentale Verdrehen. Kameraeinstellungen aus ungewohnten Blickwinkeln, die den Zuschauer betören sollen. Bei über 4 Millionen Kinogängern funktioniert dies Anfang der 80er ziemlich gut. Attention mentale, c'était ça. Das mentale Verdrehen bestand aus Einstellungen, mit denen ich dem Zuschauer den Willen meiner Kamera aufzwingen wollte. La volonté de ma caméra. Je suis sûr qu'il fait moins 10, mais ça va pas durer. Allô, l'installateur chaîne gaz service, c'est pour mon chauffage. Ça va pas du tout. Eh ben, c'est du rapide. Chaîne gaz service, un réseau solide, une charte en béton. Mitte der 80er verlässt Gérard die Porno-Ecke. Bevor er Dutzende Werbespots produziert, dreht er auch einige B-Movies, wie Edge of Sanity mit Anthony Perkins. Mit dem Bildband Kiko Buk lässt der Regisseur Anfang des Jahres seine frivolen Jahre humorvoll und nostalgisch Revue passieren. Die Fotos von den Dreharbeiten hatten seine Assistenten ehrfürchtig aufbewahrt. Und zur Autogrammstunde in einem Pariser Kino hat Gérard seine Leibgarde mitgebracht. Darunter auch die drei Musketiere des Pornos. Seine Muse Marilyn Jazz, Alban Souret und Richard Allan. Ich werde bald Vater und bin stolz, dass das sexuelle Erwachen meines Sohnes hiermit stattfinden wird. Die zwei besten sind Entre Chat und Partie Fine. L'amour à la bouche 1974, Partie Fine 77 und Entre Chat 78. En essence 1930. Er war sehr anspruchsvoll bei den Kostümen. Es musste alles Klasse haben. Nichts durfte vulgär wirken. Damals waren Schamhaare noch nicht verpönt. Ich habe mit aller Kraft versucht, dem Porno seinen genüsslichen, lustvollen Aspekt zurückzugeben. Mit Hilfe von Humor, Gefühlen und Wärme. Die letzte Bastion der Prüderie sieht Gérard Kikoin in der Filmförderungsabgabe von 12%, die in Frankreich auf Kinokarten erhoben wird. Diese 12% bekommst du nicht ausgezahlt. Sie dienen zur Finanzierung neuer Filme. Das Geld, auch das unserer Pornos, geht ans Filmförderungszentrum und fließt in klassische Filme. Deshalb sagte Alban einmal, der traditionelle Film schmeckt immer auch ein bisschen nach meinem Schwanz. Genial. Atemberaubende Konzerte sind ja irgendwie vorprogrammiert, wenn man, wie das dänische Quartett Between Music, unter Wasser singt.
Aber immerhin haben sie 10 Jahre dafür geübt. Challenge der Woche lautete: Zeigt uns eure schönste Mod. Blauer Dunst statt blauer Himmel. So lautet das Motto der Cloud Chaser, der Wolkenjäger. An diesem Tag kumulieren die Anhänger der undurchsichtigsten aller Extremsportarten in der philippinischen Hauptstadt Manila. Und nichts lässt ihre dampfenden Figuren besser aussehen als Kunstlicht. Binnen einer Stunde versinkt das größte Modding-Treffen Asiens im Nebel. Sie ist wie mein Portemonnaie oder mein Handy. Wenn ich sie zu Hause vergesse, gehe ich, egal wie weit es ist, noch einmal zurück. Pando Rodrigo legt seine Mod nicht mal beim Essen aus der Hand. Der 35-jährige ehemalige Ingenieur und Besitzer zweier Vape-Shops hat vor 5 Jahren das erste E-Zigaretten-Festival ins Leben gerufen. Hier kann man seiner Mod zwischen 2 Cloud-Chasing-Wettkämpfen sogar eine Lasergravur verpassen lassen. Dass sich die Mod-Kultur im Aufwind befindet, zeigt auch der Auftritt der Mocha Girls. Sie gehören zu den Superstars des typisch philippinischen Pinoy-Pop. Wir fingen mit 10 Leuten an, die um einen Tisch saßen und über ihre Erfahrungen mit E-Zigaretten redeten. Und jetzt sind hier über 1000 Leute, die ich gar nicht mehr alle kenne. Wir sagen nicht, dass Dampfen besser ist, als nicht zu rauchen, sondern dass Dampfen gesünder ist als Rauchen. Wenn du Raucher bist, dann dampfe lieber, statt dir eine Zigarette anzuzünden. Aber wenn du nicht rauchst, solltest du auch beides lassen. Der Legende nach soll ein Philippine mit einem 2013 geposteten Clip die Cloud-Chasing-Bewegung gezündet haben. Seitdem werden von Amerika bis Malaysia neue Wettkämpfe ins Leben gerufen. Wie beim Skateboarden werden die Champions gesponsert und bekommen mehrere tausend Dollar dafür, dass sie eine quarzen. Eine Menge Asche. Um seinem Event richtig Dampf zu machen, hat er die Japanerin Maria Osawa eingeladen. Es macht wirklich Spaß, weil hier alle durchdrehen. Eigentlich weiß ich gar nicht warum, aber alle sind total nett. Nun, vielleicht haben die philippinischen Dampfer auch mitbekommen, dass Maria Osawa bis vor kurzem ein Pornostar war. Vor 6 Monaten zieht sich die 30-Jährige allerdings aus dem Business zurück, um Moderatorin zu werden oder wie heute T-Shirts zu verteilen. In diesem Land, in dem letztes Jahr das weltweit erste Selfie-Museum öffnet,
ist die Mod längst ein angesagtes Accessoire. Die überwältigende Mehrheit der Dampfer sind Männer. Doch der Schnuller für Erwachsene zieht auch immer mehr Frauen in seinen Bann. Diese Mod hier soll für Einsteiger gut geeignet sein. Und als Dampfneuling bestand ich auf eine einfache Handhabung. Also habe ich mich für diese entschieden. Meine erste E-Zigarette habe ich in der Uni gesehen, weil mein Professor im Studienzimmer eine dampfte. Das fand ich total seltsam. Ich dachte, was macht er denn da? Wieso raucht er? Damals wusste ich noch gar nicht, was eine E-Zigarette ist. Die auf dem pazifischen Feuerring gelegenen Philippinen brennen für das Cloud-Chasing und sind in den letzten Jahren zum Modding-Paradies avanciert. Im Gegensatz zu den Nachbarländern gibt es hier keine Anti-E-Raucher-Gesetze, auch wenn Vapor nicht gerne gesehen sind. Deshalb dampft Designstudentin Poi auch nur zu Hause oder in Raucherbereichen. Ich habe mit einer mechanischen Mod angefangen, bei der man die Spannung nicht regulieren konnte. Dann bin ich auf ein digitales Modell umgestiegen, weil man hier mehr einstellen kann und es leichter zusammenzubauen ist. Ich bin stolze Besitzerin einer Design-Zigarette in meiner Lieblingsfarbe Cyan. Der Mensch und der Rauch, das ist wahre Liebe. In den 60ern träumt der Amerikaner Herbert Gilbert von einer rauchfreien Zigarette, die ihren Konsumenten nicht langsam umbringt. Anfang der Nullerjahre meldet der Chinese Hon Lik, ein Kettenraucher und Elektronikfreak, die moderne E-Zigarette als Patent an. Seitdem hat sie sich weit verbreitet und ist zum Kuscheltier für Erwachsene geworden. Inzwischen gibt es sogar rauchbare Smartphones. Auf den etwa 1000 Kilometer vor der chinesischen Küste gelegenen Philippinen wird die E-Zigarette schon lange konsumiert. Doch in den letzten Jahren hat sich das Land zu einem der größten Mod-Produzenten entwickelt. Dank hunderter kleiner Werkstätten, wie der von Ray. Der ehemalige Informatiker hat sich auf die Maßanfertigung von Mods spezialisiert und stellt jeden Monat etwa 200 davon her. Der Preis liegt zwischen 1 und 200 Dollar. Rays Spezialität sind Mods aus Holz. Mit diesem Ausgangsmaterial beginne ich. Das unbehandelte Kantholz wird zugesägt und dann ausgehöhlt, so dass es etwa so aussieht. Um beeindruckende Glimmzüge zu produzieren, braucht man eine spezielle Mod, deren Feuerkraft dank Batterien und entsprechender Widerstände gesteigert wird. Das ist das Potentiometer. Es dient dazu, die Voltzahl anzupassen. Je höher der Widerstand, desto geringer die Dampfproduktion. Für den richtig dichten Qualm sollte man kein Nikotin benutzen. Das haut einen sofort um. Beim Cloud-Chasing sorgt pflanzliches Glycerin für den weißen Rauch, der Mod-Fans auf Wolke 7 schweben lässt. Dazu muss das Mundstück so auf den Lippen platziert werden, dass man Dampf und Luft gleichzeitig einsaugen kann. Wie jede andere Extremsportart ist auch das Vaping nicht ganz ungefährlich. Die neuen Vapor-Hersteller verstehen nicht, dass wir mit Akkus arbeiten. Und sie wollen nicht einsehen, wie gefährlich die sein können. Wenn man nicht sorgsam mit dem Akku umgeht, dann kann das wirklich böse enden. Ich drehe meine Videos hier wegen der vielen Lampen.
Denn für dicke Wolken brauchst du viel Licht. Kommt mal mit. Zuerst präsentiere ich immer meine Waffen. Und dann wird getröpfelt. Jeden Tag dasselbe Ritual. Der 20-jährige Gabriel verzieht sich in den obersten Stock des elterlichen Wohnhauses und postet dann seine Vaping-Videos in den sozialen Netzwerken. Ob die Qualle, die Ringe oder der Tornado, die Cloud Chaser erfinden täglich neue Figuren. Gabriel, Sohn einer Hautärztin und eines Architekten, studiert Marketing, würde sich allerdings am liebsten ausschließlich dem Cloud-Chasing widmen. Man muss sich gründlich informieren, um alles über seine Mod und den Akku zu erfahren. Und vor dem Kauf muss man natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen kennen. Für das Cloud-Chasing braucht man sehr niedrige Ohmwerte. Damit bestimmt man den Widerstand der Wicklung. Je geringer die Ohmzahl, desto mehr Rauch. Ist es okay, wenn ich den Tisch abräume? Zuerst waren meine Eltern sehr skeptisch, was das Dampfen angeht. Aber geschäftlich gesehen ist das eine große Chance. Das sind einige meiner Liquids. Eine meiner süßen Lieblingssorten ist die hier. Mit Kaugummi-Geschmack und einer Spur Apfel. Das sind Drähte. Und noch mehr Liquids. Wenn ich eine Freundin hätte, die raucht, sollte sie bereit sein, auf einen Vapor umzusteigen, denn ich dampfe. Manila, mit 20 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Metropole der Welt, hat sich zum Eldorado der Wolkenjäger gemausert. Und die Vape-Geschäfte schießen wie Pilze aus dem Boden. Dieses hier war 2011 eines der ersten. Das ist mit Käsegeschmack. Das ist meine Zombie-Hello Kitty. Sie wurde von einem Hund gebissen. Hier ist ein Frosch aus dem National Geographic. Und das ist der Name meiner Ex. Aber sie hat mich längst verlassen. Eigentümer Anton veranstaltet in seinem Laden im Szeneviertel von Quezon regelmäßig Cloud-Chasing-Wettbewerbe. Ich habe auch Adobo-Aroma. Das ist ein philippinisches Gericht aus Schweinefleisch, glaube ich. Es ist hier sehr beliebt und jetzt haben sie aus dem Gericht ein Liquid gemacht. Schmeckt aber ziemlich seltsam. Das letzten Dezember von einer philippinischen Firma auf den Markt gebrachte Adobo Liquid gilt als das weltweit widerlichste. Prompt organisiert Anton die erste Adobo-Meisterschaft. Deren Gewinner, hier im Bild, hat tatsächlich 5 Minuten lang Dampf mit Schweinefleisch und Sojasoßengeschmack inhaliert. Wenn jemand einen Verdampfer bei mir kaufen will, frage ich immer, ob die Person Raucher ist. Falls nicht, rate ich ihr davon ab. Wenn man keine Laster hat, warum sollte man dann anfangen zu dampfen? DJ Snake verdankt seinen Künstlernamen seinem früheren Leben als Prayer. Wie eine Schlange windet er sich damals durch die Finger der Polizei, wenn die ihn auf frischer Tat ertappt. Heute ist DJ Snake in der Elektroszene und längst auf den oberen Plätzen der Charts zu Hause. Während seiner Welttournee empfängt uns William Gregasin, so lautet sein Geburtsname, in einem Pariser Luxushotel. Ansonsten lebt der französische Turntable-Kollege von Major Lazer inzwischen in Miami. Sag mal, Snake, wie ist das denn, so weit wegzugehen, um dann Landsmann Buba zum Nachbarn zu haben? Ich weiß nicht, ob wir Nachbarn sind, aber ja, er lebt auch in Miami.
Bubba ist ein Künstler, den ich mag und vor dem ich großen Respekt habe. Aber in Miami wohnen viele Leute. Es ist eine große Stadt mit tollem Wetter. Echt cool. Cool ist das Leben des 29-Jährigen, vor allem seit Lean On. DJ Snake produziert den Track 2015 zusammen mit Major Lazer. Den Gesang übernimmt die Dänin Mö und der Song geht rekordverdächtig durch die Internetdecke. Mit über 500 Millionen Aufrufen ist er auf Spotify der meistgehörte Track aller Zeiten. Und der dazugehörige Clip im Bollywood-Stil steht auf Platz 13 der beliebtesten YouTube-Videos. Rihanna wird es ärgern. Sie hat eine Zusammenarbeit abgelehnt. Ich war wegen eines Festivals mit der Major Lazer Crew in Jamaika und beim Essen hörten wir Demos an. Ich sagte zu Diplo, du wolltest doch, dass wir was zusammen machen. Den Vocals hier würde ich gern meinen Stempel aufdrücken. Wenn du sie mir mitgibst, probiere ich mal was aus. Am nächsten Tag flog ich zurück nach Miami. Komischerweise saß ich dort mit meinem PC in der Küche, warum auch immer. Ich habe angefangen, daran zu arbeiten und plötzlich lief alles fast wie von selbst. Total spontan. Lean On ist innerhalb von 2 Stunden in meiner Küche entstanden. Nicht gerade glamourös, aber so war es. Ich war nicht in einem großen Studio, wie man es vielleicht erwarten würde. 2013 ist dieser Track mit Vogelgezwitscher-Sample Snakes Eintrittskarte zu Diplos Label Mad Decent. Und er begleitet den Produzenten direkt auf die größten Festivals der Welt, wie das Coachella oder den Electric Daisy Carnival in Las Vegas. Der 1986 geborene William wächst in der wenig noblen Gegend von Ermont im Norden von Paris auf. Meine Mutter ist Algerierin, mein Vater Franzose. Sie arbeitete als Putzfrau und ich wuchs ohne meinen Vater auf, nur mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder. Als Putzfrau hat man natürlich nicht viel, besser gesagt gar kein Geld. 1995 ist William total begeistert von DJ Köttkiller, der im Film La Haine von Mathieu Kassovitz scratcht. Mit 16 schmeißt er dann die Schule, jobbt in einem Plattenladen und versucht sich als DJ. Auf Partys war ich immer total schüchtern und wollte nie tanzen. Deshalb verbarrikadierte ich mich hinter der Anlage und brachte mit meinem Stapel Maxi-CDs die anderen zum Tanzen, weil ich auf keinen Fall selbst aufs Parkett wollte. Ich lebte in meiner eigenen Welt, nur für die Musik. Auf dem Flohmarkt von Clignancourt packte ich um 6 Uhr morgens die Kartons der Händler aus und ergatterte so vielleicht 2 Maxis. Abends kam ich dann damit zu Hause an und zog sie mir mit meinem kleinen Bruder in Endlosschleife rein. Es tut mir weh, Leute zu sehen, die völlig leidenschaftslos sind. Man sollte die jungen Leute dazu animieren, aktiv zu werden, auch jenseits der typischen Problemviertelaktivitäten. Mit 2 Fußballplätzen für jedes Viertel ist es einfach nicht getan. Kaum volljährig wird William Profi-Disc-Jockey. 2011 spricht er zwar noch kein Englisch, wird aber von Lady Gaga für das Album Born This Way engagiert. 2 Jahre später arbeitet DJ Snake mit Rapper Lil Jon zusammen, um mit Turn Down For What einen Hit zu landen. Als französischer Elektrokünstler hast du nicht das Gefühl, dass die heimischen Medien dich unterstützen. Aber ich mache Musik für die Jugendlichen draußen auf den Straßen. Wer heute Qualität und schöne Melodien abliefert, kann auf dieses Publikum zählen. Ich habe das Olympia mit einem Tweet vollbekommen. Die Printmedien können mich mal. Dank seinen rund 400.000 Twitter-Followern stehen die Fans letzten Februar auch für DJ Snakes erstes Konzert im legendären Pariser Olympia-Schlange. Nach mehreren kostenlosen Downloads, über die er seine Tracks bisher unter die Leute brachte, veröffentlicht Snake nun bald sein erstes Album.
Diese Partypille ist nicht die perfekte Pille zur Party. Diese Pille ist die Party. Der tschechische Künstler Jan Strmeska hat gerade den exklusivsten Privatclub der Welt eröffnet. Seine 8 Gramm schwere Audio-Pill, ein Soundsystem in Pillenform, das geschluckt wird, spielt Musik ab, bis die Batterie leer ist. Danach wartet man geduldig das Ende seines Verdauungszyklus ab und schließt den internen Nachtclub wieder. Es ist, als hättest du ein Handy mit Vibrationsalarm verschluckt, wobei ich das noch nicht ausprobiert habe. Man spürt die Bewegung in seinem Körper und es tut ein bisschen weh. Am interessantesten war es, als sie sich in Herznähe befand. Zunächst dachte ich, ich bekäme einen Herzinfarkt oder so. Das war sehr seltsam und etwas beängstigend. Musik über die Ohren zu hören, ist total oldschool. Hier wird der Schall von der Scheibe auf den Schädelknochen der Reisenden übertragen, nach dem Prinzip der Knochenleitung. So funktionieren auch diese Kopfhörer. Das Nirvana-Modell dagegen stimuliert die Neurotransmitter und ruft orgasmusähnliche Gefühle hervor. Jans Übertragungsweg ist etwas trivialer. Er verwendet den Darmtrakt. Jan ist Journalist und Moderedakteur, bis er sich 2013 als Jan Pope neu erfindet. Der selbsternannte Kamikaze-Forscher widmet sich seitdem mit vollem Körpereinsatz der experimentellen Kunst. In Prag beschweren sich seine Nachbarn über den Verwesungsgestank, der aus seiner Wohnung dringt. Aber wie soll Jan Kunstharz Skulpturen aus Gänselebern und Schweinedärmen herstellen, ohne dabei Gerüche zu verursachen? Mir liegt das Erfinden im Blut. Ich habe meine ganze Kindheit im Labor verbracht und mit Chemikalien hantiert. Das hat Jan sicher von seinem Vater. Dieser ist Chemiker und wird zum Volksheld der Tschechischen Republik, als er mitten im Kalten Krieg die Formel für einen Mascarpone-Ersatz entwickelt. Jan Strmeska stellt seine Werke in einer ehemaligen Prager Autowerkstatt aus und führt parallel dazu seine Klangexperimente weiter. Nach einer Crowdfunding-Kampagne für die Kommerzialisierung der Audiopill veranlassen ihn die Risiken und Nebenwirkungen der Batterie jedoch dazu, zurückzurudern. Ich habe mit vielen Ärzten und Polymerharz-Spezialisten gesprochen. Und alle sagten, es sei keine gute Idee, so etwas zu schlucken. Ich bekomme viele Anfragen von Leuten, die die Audiopill ausprobieren wollen. Aber das sind ausschließlich Menschen, die auf Body Modifications stehen. Nein, ich glaube, die Pille ist zu extrem, zu verrückt und macht den Leuten zu viel Angst, um sie zu kommerzialisieren. Es war einmal eine liebe Arzttochter, die im sonnigen Florida aufwuchs. Mit 3 Jahren bekam sie Tanz, mit 5 Theaterunterricht und träumte von der großen Bühne, während sie ihren Eltern zuliebe Psychologie und Erziehungswissenschaften studierte. Doch eines Tages trat der böse Rock'n'Roll-Dämon in ihr Leben. Die Arzttochter landete im Innviertel von L.A., Los Feliz, kaufte sich eine Gitarre, lernte Schlagzeug spielen und gründete die Band Kim and the Created. Innerhalb weniger Monate stieg sie zum begehrtesten Nachwuchsstar der kalifornischen Punk-Szene auf. Und für Tracks suchte Kim House vor ihrem Auftritt in Paris in der Plattenschatzkiste nach Spuren aus ihrer Vergangenheit. Ich nehme Roy Orbison, denn den hörte mein Bruder ständig, wenn er mich mit dem Auto von der Schule abholte. Das zog sich durch meine gesamte Gymnasialzeit. Musik, die mir gefällt, ist im Grunde die, die bei uns zu Hause lief.
Ich komme ja aus einer kleinen Stadt, kannte nicht viele Leute und hatte kein Internet. Genau. Das ist Roy. Ich habe im Auto mitgesungen, mit einer sehr hohen, seltsamen Stimme, noch extremer als jetzt. Und mein Bruder sagte immer, lass das, und drehte lauter. Deshalb fühlt es sich für mich auch komisch an, dass ich jetzt Sängerin bin, denn damit hätte ich nie gerechnet. Klar, wenn deine Familie immer sagt, oh nein, dreh bloß die Musik lauter. Beim Echo Park Rising Festival bekam ich beim Stage Diving einen Schlüssel ins Gesicht, sodass mein Augenlid aufplatzte. Ich habe es erst gemerkt, als mir das Blut über das Gesicht lief. Und neulich habe ich mir die Zähne angeschlagen. Ich kann meine Hose jetzt nicht hochkrempeln, aber ich bin ständig übersät mit blauen Flecken. Mir tun die Finger weh, weil ich in Manchester eine Wand eingeschlagen habe. Ein Wunder, dass ich noch alle Zähne habe. Tracks geht weiter in den sozialen Netzwerken, auf unserer Website und natürlich mit der App. Voilà, Bobby, génial.